Hallo, guten Morgen oder guten Abend, wann immer ihr eingeschaltet habt. Ich sitze jetzt völlig nude vor euch. Die Haare sind auch nicht gekämmt. Ich bin aus der Dusche gekommen, habe die Haare lufttrocknen lassen und überlege, was ich euch mal zeigen könnte. Weil wir stehen morgens alle vor dem gleichen Problem. Egal, also besonders dann, wenn wir jetzt nichts vorhaben. Wenn wir einfach nur so einen ganz normalen Tag haben, wie an einem Wochenende vielleicht ins Gym gehen wollen oder nur einkaufen gehen wollen, aber trotzdem und wir uns im Spiegel anschauen und denken, mein Gott, ne, irgendwie hast du auch schon mal jünger ausgesehen und frischer und was machen wir denn da? Ohne jetzt, man hat ja nicht so die Lust, ich merke das anhand von vielen Zuschriften, dass die Damen Schminke mögen, sich auch gerne schminken, aber auch gerne mal so nature sind und einfach nur so ein bisschen betonen wollen. Und die Frage ist jetzt, was macht man da? Was braucht man dafür? Oder zum Beispiel, wenn man jetzt einen Wochenendtrip hat oder irgendwo hinfährt und jetzt nicht so viel mitnehmen möchte. Ich habe jetzt mal 3 Produkte rausgesucht. Das ist jetzt unabhängig von wem die sind und was. Das ist jetzt, sind jetzt Drogerieprodukte. Es geht um einen Lippenstift, es geht um eine Mascara und es geht um eine Foundation. Diese 3 Dinge reichen eigentlich aus, um sich also 3 Produkte ohne Pinsel, um euch einen frischen Glow, einen frischen Look aufs Gesicht zu zaubern, egal wie alt ihr seid. Besonders wenn man etwas älter ist, ist ja weniger oft mehr. Ich habe letztens so ein süßes Kommentar gehabt von einer jungen Frau, die auf das Kommentar weniger ist mehr reagiert hat, dass sie das nicht so sieht. Ist ganz klar, ist ein junges Mädchen. Die schrieb dann, sie hätte Foundation im Blut. Das fand ich irgendwie so, das ist schon sweet, ne? Also gut, aber wir 40 plus 50 plus Damen, wir wollen ja auch noch ein bisschen aus uns was herausholen. Und es ist nicht einfach. Also ich habe jetzt, wie gesagt, 3 Produkte. Eine Foundation, eine Mascara und einen cremigen Lippenstift. Als erstes benutze ich die Foundation, diese Max Factor Foundation, die Skin Luminizer. Die ist feuchtigkeitsspendend anhand, also Glycerin bindet die Feuchtigkeit, den eigenen Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Es sind so Perlpigmente darin enthalten, die also diesen warmen Lichtton auf unserer Haut wiedergeben, hat eine, wie gesagt, mäßige Deckkraft und wir haben absolut keinen Maskeneffekt. Ich bin ein totaler Fan von Max Factor, zumal Max Factor ja einer der ersten in der Kosmetikbranche, um 1900 schon, der eigentlich die Kosmetikbranche nicht für sich entdeckt hat, aber die Filmindustrie in Hollywood. Max Factor war da gar nicht wegzudenken. Also alle großen Ufa-Stars und Hollywood-Stars, die wir kennen, die wurden mit Max Factor geschminkt. Da gab es noch kein L'Oreal und wie sie alle heißen. Und irgendwie ist so Max Factor so ein bisschen untergegangen. Gibt es jetzt so in so diese Billigramschecke abgeschoben worden, obwohl es gar nicht so preiswert ist. So eine Foundation kostet um die 10 Euro. Lange genug rumgeschwafelt. Ich gebe jetzt, wie gesagt, 3 Produkte ohne Pinsel. Die trage ich jetzt mal hier auf. Ihr wisst, dass ich die mag. Habe ich ja oft genug schon vorgestellt. Mittlere Deckkraft. Also, was natürlich das A und O ist, eure Haut zu pflegen. Mindestens einmal die Woche ein Peeling zu machen. Masken zu machen. Das tägliche Abschminken, tägliche Reinigung, tonisieren. Serum benutzen, Tagescreme, Nachtcreme, etc., etc., etc. So, also diese Foundation ist jetzt auf meine Haut. Als nächstes nehme ich einen Lippenstift. Der ist von Catrice in a Rose Garden. Rosy. Cremig. Der riecht unwiderstehlich. Jetzt gebe ich mir natürlich nicht. Also einen Lippenstift kann man auch als Rouge benutzen oder auch für die Augen. Man kann die Textur sich im ganzen Gesicht auftragen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt mit dem Lippenstift aufs Augenlid gehen. Ihr gebt ein bisschen von dem Lippenstift auf die Fingerkuppe und gebt euch einen Hauch. Jetzt nicht in den inneren Winkel, der soll hell bleiben.
unterhalb der Augenbraue und vielleicht so auf das halbe Lid. Das ist eine Gefühlssache. Dann könnte ich jetzt mit dem Rouge weitermachen, mache ich aber nicht. Jetzt kommt die Mascara zum Einsatz. Mascara. Das ist die von Alverde. Da nehmt ihr irgendeine Mascara eurer Wahl. Jetzt mit dem Lippenstift macht ihr so ein lächelndes Gesicht, so ein Smiley-Gesicht. Dann findet ihr den höchsten Punkt. Und malt euch frische Apfelbäckchen, so als wärt ihr gerade aus dem Wald gekommen. Oder aus dem Gym. Das sind nämlich genau diese Bäckchen. Das ist dieser jugendliche Glow, den man ja leider im Alter verliert. So, jetzt haben wir diesen schönen, frischen, gesunden Gesichtsausdruck oder Gesichtsfarbe. Und diesen gleichen Lippenstift, den So ihr Lieben, das ist jetzt mein vorgeschlagener frischer Look mit 3 Produkten ohne Pinsel, was ihr in Minutenschnelle auf jeden Fall hinbekommt. Jeder, der Ungeübteste oder die Ungeübteste, bekommt das hin. Ein wenig getönte Tagescreme oder Foundation auf das Gesicht auftragen. Die Mascara, klar, die Wimpern tuschen, mit getuschten Wimpern haben wir immer sofort einen anderen Blick, einen offenen Blick. Und wir fühlen uns auch nicht so müde und so traurig, wenn wir unsere Wimpern einfach ein wenig betonen. Und mit einem Lippenstift, ich würde jetzt nicht so einen dunklen nehmen, entweder ein Rosé oder so ein Aprikot oder eben dieses, das ist ja so ein etwas dunklerer Rosenton von der Firma Catrice, kann ich sehr empfehlen. Dieser Lippenstift kostet um die 3 Euro, 3,95 oder so. Ist eine cremige Textur, hochpigmentiert, sehr geschmeidig, also sehr, sehr angenehm auf den Lippen. Hat einen wunderbaren Geschmack nach Rose. Den habe ich auch schon mal im Herbst vorgestellt. Den mag ich unglaublich gerne und das für den Preis ist unfassbar. Da gibt es also wirklich andere aus der High-End-Kategorie, die nicht so gut sind. So, also lange Rede, kurzer Unsinn. Foundation, Mascara und mit dem Lippenstift einfach unter die Augenbraue so einen Fixpunkt geben. Ein paar Apfelbäckchen euch tupfen und den Mund betonen und ready to go. Ganz easy, ganz einfach, simply easy, schick und quick und fresh. Ihr Süßen, ich wünsche euch wie immer alles Gute, seid besonders gut zu euch und schaut mal, was ihr an Produkten so findet. Ansonsten, wenn ich habe das mal zusammengerechnet, 10 Euro die Foundation, 3 Euro noch was, die von Alverde Naturkosmetik, die Mascara und der auch um die 3 Euro. Also wir sind so bei 16, 17 Euro, diese 3 Produkte. Mit 3 Produkten könnt ihr euch wirklich frisch ins Gesicht zaubern. Selbst die Damen, die lange mit Schminken aufgehört haben oder keinen Bock mehr haben, sich zu schminken oder keinen Bock haben, sich irgendwas zu kaufen, pudrige Produkte etc., denen es alles zu viel und zu umständlich ist. Mit 3 Produkten kann man sich ein ganz frisches, gesundes Aussehen aufs Gesicht malen. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Lovely day. Ciao.